Grüß Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Blick. Dazwischen habe ich 3 Videos reingestellt von Raps an der Thaya. Die gehen ja auch länger, also 1 bis 1,5 Stunden. Eines alleine, 2 mit Sam von Mind and Soul. Ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung. Ja, und ich ging davon aus, dass ihr da erstmal genug zu hören, hoffentlich nicht zu kiefeln habt. Aber jetzt ist es Zeit, wo ich wieder zurück bin in Salzburg, in meinem Garten, in meinem Hortus Conclusus, ist es Zeit wieder für einen neuen Blick. Weil, ich will nicht sagen, es hat sich viel angestaut oder angesammelt, aber ja, es ist doch einiges, was ich hier gerne euch vermitteln möchte, und ich kann das nicht alles in ein Video packen. Ich wurde gebeten zu Österreich und kurz. Ich weiß nicht, ob 3 oder 4 Mal in Raps an der Thaya darüber gesprochen. Ein großer Vortrag mit 1,5 Stunden, der leider nicht aufgezeichnet wurde. Ich weiß nicht warum. Und danach noch im privaten Rahmen. Oder im kleineren, nicht privat, aber im kleineren Rahmen. So, das heißt, das Thema ist jetzt erstmal ein bisschen auch durch. Und es verändert sich ja auch mit jedem Tag. Das heißt, ich glaube, ich lasse das jetzt mal hier nur reinfließen, weil es doch, denke ich, jetzt an der Zeit ist, euch ein bisschen abzuholen für diejenigen, die vielleicht nicht so up-to-date sind oder sich nicht ganz auskennen, was da in Amerika vor sich geht. In Amerika sind wir in der heißen Phase. In Deutschland ist ganz viel angestoßen worden durch die 2 Demos, durch die Klagen vom Dr. Rainer Füllmich. Ja, das ist sensationell. Da kann sich übrigens jeder anschließen. Für 800 Euro, glaube ich, kann man sich da irgendwie anschließen und da seinen Schaden irgendwie melden. Aber da bin ich nicht zuständig, also bitte nicht mir schreiben, sondern lieber googeln und euch selber schlau machen. Er hat ein unglaublich gutes Interview gegeben, ein sehr ausführliches, wo er das genau beschrieben hat mit dieser Sammelklage. Und naja, wir können davon ausgehen, dass es dann einigen in Deutschland an den Kragen geht. Also das... ja, das ist da vielleicht, also ich finde es interessant, dass es da von Peter Denk in seiner Runde von Hellsehern und Angebundenen gab es irgendwie eine Meldung von wegen, dass der Söder im Oktober verhaftet wird. Gut, okay, vielleicht doch den Spahn dazu. Keine Ahnung, auf jeden Fall, das könnte durchaus durch so eine Sammelklage möglich sein, wobei da ja erst einmal Drosten, ja, die Charité, Koch-Institut und WHO und so weiter dran sind, ne? Ja, egal. Oder vielleicht im Zuge dessen auch andere. Das heißt, es wird durchaus was in Deutschland passieren. Aber es war jetzt ein Riesenanstoß durch diese Demos. Und jetzt entfaltet sich das. Das heißt, ich lasse jetzt Deutschland mal ein bisschen außen vor. Und gehe mal rüber nach Amerika. Wobei ja interessant ist, dass... dass das, was in Amerika passiert, durchaus auch mit Österreich zu tun hat. Insofern kann ich hier ein bisschen Österreich einfließen lassen. Wir haben einige von den Skandalen, die mit Österreich zu tun haben. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja okay, jetzt hat das österreichische Parlament gerade einen Gesetzesentwurf bestätigt oder ein Gesetz entlassen, das Corona legitimiert, sage ich jetzt mal, oder die Maßnahmen oder einige. Ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass das, was auf der Oberfläche passiert, nicht unbedingt das dem entspricht, was unter der Oberfläche passiert. Und dass das, was auf der Oberfläche passiert, auch teilweise wirklich dazu angetan ist, um die Menschen noch in ich überlege gerade, ob ich sagen will, in Rage zu versetzen. Aber ja, vielleicht doch. Also da mal an den Eiern zu packen, die noch irgendwie ganz, ganz locker in ihrem Stuhl sitzen und sagen, passt doch eh alles. Ja, also schauen wir zuerst mal jetzt, ich habe euch erzählt von von dieser Zusammenarbeit zwischen dem amerikanischen Militär und dem österreichischen, diese Vereinbarung, diesen Kontrakt, den Pompeo unterschrieben hat, beziehungsweise der unterschrieben wurde vom Heer, ne? Das sind ja dann die Militärbeauftragten. Und da geht es um, ja, ich habe es eh oft gesagt, ne, Waffen, Drogen, Organhandel, Kindeswohl, aber auch Gesundheit. Also das sind ganz viele Aspekte, eben jenseits der
des bewaffneten Einsatzes sind da vereinbart worden. Das heißt also, es geht jetzt nicht darum, dass die Neutralität Österreich insofern jetzt aufgegeben wird, als dass wir in ein Kriegsgebiet reinziehen oder so, sondern es geht mehr um die Belange, die dem Heimatschutz obliegen. Ne? Also das ist ja auch mit dem Homeland Security zusammen. So, aber das findet auf österreichischem Boden statt. Also dafür ist das gedacht. Nicht, dass die Österreicher nach Amerika gehen, dass wir Eulen nach Athen bringen. Nein, es geht darum, dass mit Sicherheit das amerikanische Militär hier vor Ort am Wirken ist. Und dafür brauchen sie natürlich einen gesetzlichen Boden. Und wenn wir hören, was in Wien alles passiert, oder nicht nur in Wien, auch in ganz Österreich, speziell in Niederösterreich. Ich habe schon berichtet, ne, wir haben viele, viele Schlachtereien und Fleischhöfe, wo es Razzien gibt, aber auch an anderen Stellen Razzien. Wir haben aber vor allen Dingen Aushebungen von unterirdischen Dumps oder wie ihr sie nennen wollt, Tunnel. Und wir wissen, dass es in Wien eine Stadt unter der Stadt gibt und dass die aber von der Kilometerzahl bis nach Kasachstan reichen würde. Also sprich, das ist jetzt keine Kleinigkeit, sondern hier gibt es unglaubliche Verbauungen oder Verbindungen, besser gesagt, unterirdische. Und wir erleben immer wieder Überflutungen, genauso wie das in Berlin und Stuttgart der Fall war. Wir können davon ausgehen, hier wird ausgehoben, hier wird ordentlich ausgehoben. Es ist in Wien berichtet worden, dass Tiefflieger knapp über Wien die Leute aus dem Schlaf gerissen haben und mehrmals geflogen sind. Wir haben auch die Flugroute hier bekommen. Also Schleifen und so, also nicht einfach nur etwas abfliegen, sondern eindeutig etwas absuchen. Und dann wurde eine ganz, ganz seltsame Erklärung offiziell im Standard rausgegeben. Das heißt also, seid beruhigt, Österreich wird gesäubert. Und warum dann gleichzeitig oben so die Kandare angezogen wird? Ich würde sagen, registriert es, aber empört euch nicht. Ihr könnt euch wehren, aber wehren, ihr seid umso wehrhafter, je weniger ihr euch empört. Umso mehr ihr mit euren Emotionen da reingeht, umso weniger wehrhaft seid ihr. Aber das ist ein anderes Thema, auf das möchte ich gerne noch eingehen. Ich hoffe, dass ich dazu bald wieder ein Video machen kann. Ich möchte tatsächlich den Scheinwerfer ein bisschen nach Amerika rüberschwenken, denn wir können davon ausgehen, dass es in Amerika jetzt vorbei ist mit den Vorbereitungen. Und dann wäre es ja vielleicht ganz gut, dass ihr ein bisschen die Informationen habt, die da dahinter stecken. Ne? Ja, wir haben natürlich die US-Wahl. Und dieser demente Biden wird ja immer absurder. Er spricht davon, dass während er die Rede hält, jetzt, ich weiß nicht, 250, ach, ich bin es nicht mit Zahlen, aber eine absurde Anzahl an Toten durch Corona entsteht. Das heißt also, er ist immer mehr abgedreht. Und wir können davon ausgehen, er ist ein Platzhalter. Die Frage ist, ein Platzhalter für wen? Er hat ja immer noch keinen Vize nominiert, also nichts an der ganzen Wahl ist, wie es üblicherweise der Fall ist. Wir wissen nicht, wer sein Vize sein wird, wir können aber davon ausgehen, wen immer er als Vize benennt, wird sozusagen, steht da, wie heißt das, Stampapede oder wie heißt dieser Ausdruck? Also steht Gewehr bei Fuß, um da hineinzuschlüpfen. Manche reden davon, dass es Big Mike ist, ne? Also der Macker vom Obama. Michelle Obama, die attraktivste Frau aller Zeiten. Ja, manche sagen, es ist Hillary persönlich, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall sicherlich noch interessant. Also er ist im klassischen Sinne mit Sicherheit ein Gatekeeper. Und während das während er hier diese Bürde noch trägt, ist ja rundum der ganze Skandalsumpf, der die ganze Zeit krampfhaft versucht wurde, unten zu halten, der jetzt hochkommt, wie, ja, die Kacke ist am Dampfen. Ne? Wir erleben jetzt, dass dieser ganze Burisma-Skandal in der Ukraine jetzt nicht mehr unten zu halten ist. Und die Frage ist, wie reagiert der Mainstream, weil sie können es nicht mehr länger negieren. Ne? Hier kommen Sachen ans Licht. Ich dachte tatsächlich, es ginge nur unter Anführungszeichen um Macht und Korruption, um Bereicherung. Natürlich die ganzen Gasfirmen und so weiter. Und dass Biden natürlich auch der Schattenpräsident war in der Ukraine. Ne? Also das ist ganz klar, das war eine Schattenregierung. Ja, jetzt kommt raus, es geht auch um Menschenhandel. Von Kindern ist, glaube ich, bislang noch nicht die Rede. Es ist von jungen Damen die Rede aus dem Osten. Ein Prostitutionsring.
wo Biden und natürlich sein Sohn Hunter tief mit drin stecken. In dem ganzen Borussia, also in der Gasfirma, in diesem Skandal sind dann allerdings auch Pelosis Sohn, der Sohn von Mitt Romney und der Heinz, der Ketchup-Heinz, also sprich der ehemalige Außenminister Kelly, dessen Stiefsohn, mit involviert. Und Stephen Archer heißt er auch. Das ist ein nicht unbeschriebenes Blatt. Der hat mit Hunter Biden gemeinsam die Deals gemacht. Und das kommt jetzt alles hoch. Da gibt es ja, wie ihr wisst, denke ich mal, dass ihr es wisst, nicht nur Originalaussagen von Biden. Es gibt da auch Audiodateien, die ganz klar belegen, dass hier die Schattenregierung, die Demokraten, mit der Ukraine, mit der ukrainischen Mafia gemeinsame Sache gemacht hat und das ganze Regierung genannt hat. Gut, also das kommt hoch. Das ist jetzt mal nur ein Skandal, ne? Und dieser Skandal, das habe ich oft erwähnt, hat seine, also da ist Österreich ganz stark mit drinnen. Wie heißt der Deripaska? Manchmal, diese russischen Namen sind nicht so leicht. Da gibt es sehr, sehr viele Verbindungen nach Österreich. Zeugen, die ausgeliefert wurden oder nicht ausgeliefert wurden, die vor Ort hier befragt wurden. Auf jeden Fall, da können wir noch gespannt sein, was da noch alles ans Licht kommt. Aber gehen wir mal von der Vertuschung aus. Ne? Wir haben, interessanterweise gab es bei Fox News einen Zwischenfall. Und zwar wurde der Gingrich, der Newt Gingrich von den Republikanern, wurde interviewt bei Fox News. Und jetzt wurde ich unterbrochen, meine Schwester war da, deswegen habe ich gezögert. Gut, also Newt Gingrich wurde interviewt und er kam auf Soros zu sprechen und darauf, wie Soros die Wahlen beeinflusst und die Straßenrandalen finanziert. So, darauf wollte er zu sprechen kommen, denn das ist mittlerweile einfach so offensichtlich, von Black Lives Matter bis zu Antifa, bis zu den ganzen Farbenrevolutionen, wie sehr hier Soros das Ganze finanziert. Und er wollte darauf zu sprechen kommen, er hat den Namen Soros ins Gespräch gebracht und die schwarze Moderatorin, wo man nicht weiß, ob sie ein Mann oder eine Frau ist, hat ihn wirklich aufs Ärgste abgewürgt und gesagt, über Soros reden wir hier nicht. Und dann gab es eine peinliche Stille und dann wurde irgendwie übergeleitet. Es war sehr unangenehm für die Reporterin. Gingrich hat das Schweigen einfach stehen gelassen. Und danach, am nächsten Tag, musste sie sich entschuldigen, hat dann irgendeine Ausrede gesucht. Das war ein sehr, sehr offensichtlicher Patzer, sage ich jetzt mal, wo deutlich wurde, dass eben über gewisse Dinge nicht gesprochen werden darf. Gut, aber wenn wir jetzt dahinter blicken, ne, was steckt hinter dem Ganzen? Ne? Wir haben auch ein Interview von Lindsey Graham, also mit Lindsey Graham. Und bei Lindsey Graham haben wir es mit einem zu tun, bei dem wir nicht wissen, was ist hier tatsächlich. Er war ein absoluter Trump-Gegner, hat wirklich militant gegen Trump gewettert. Er kommt ja auch aus der Obama-Clinton-Bush-Ära. Und auf einmal gab es kurz vor der Nominierung von Kavanaugh eine komplette Kehrtwendung und er hat dann dieses legendäre Interview, diese legendäre Anhörung geführt. Wenn ihr euch erinnert, Justice Kavanaugh war der letzte oberste Richter, der von Trump eingesetzt wurde und es gab eine massive Gegenwindattacke im Sinne von einem Missbrauchsskandal von 40 Jahren davor, die längst klar ist, dass es eine Falschbeschuldigung war, was übrigens da nie in den Medien kam. Also die Frau war eindeutig von den Demokraten instrumentalisiert, das ist auch aktenkundig. Lindsey Graham hat diese Anhörung gemacht mit Kavanaugh und hat ihn da auf eine sehr, sehr eindeutige und sehr seltsame Art coram publicum hier im Senat befragt. Und zwar ging es darum, dass er gesagt hat, okay, wenn jemand ein Verbrechen begeht gegen das amerikanische Volk und wie wird dann mit ihm umgegangen? Und da ging es um Militärtribunale à la Nürnberg.
Das war also schon außergewöhnlich. So, und Lindsey Graham hat also schon angekündigt, dass es ja am 30. September wird es eben wieder eine Anhörung geben. Und da wird Comey aussagen müssen. Der Müller hat verweigert. Und dann haben wir diesen Pitbull Andrew Weissman, das ist ein Staatsanwalt, ein Anwalt, es ist der Clinton-Anwalt, Entschuldigung, nicht Staatsanwalt, ein Strafverteidiger. Und er ist bei der Clinton Foundation angestellt, also oder arbeitet für die Hillary und die Clinton Foundation. Und jener Weissman hat damals das Müller-Team geleitet, wo es darum ging, das Impeachment gegen Donald Trump durchzusetzen und aufzubereiten für dieses Müller-Dossier. Ja, die ganze Gruppe, die damit gearbeitet hat, hat quasi geschlossen ihre Telefone ramponiert, indem sie irgendwie behauptet haben, sie hätten ihr Passwort mehrmals falsch eingegeben, sodass diese Telefone nicht mit zur Anhörung oder nicht untersucht werden können. Aber das ist natürlich nur offenkundig, denn hinten, wir wissen, nichts geht verloren. Ne? Aber das ist schon sehr auffällig, ne? Wie sie sich alle jetzt versuchen rauszuwinden. Dieser Andrew Weissman, der eben Pitbull genannt wird, also Bulldogge, der hat ein Buch geschrieben. Sie versuchen sich immer über die Bücher zu retten, über Attacken. Ne? Ja, und dann gibt es natürlich welche, die nicht klar einzuordnen sind, wie dieser Woodward, Bob Woodward, der auch ein Buch geschrieben hat und das ist eigentlich ein Trump-Gegner. Und auf einmal sind in diesem Buch Sachen, die durchaus Trump zugutekommen. Also das heißt, die Fronten sind nicht alle ganz eindeutig zuzuordnen und viele sind vielleicht Wendehälse oder wurden gezwungen. Und Lindsey Graham ist meiner Meinung nach so einer, der jetzt auf der anderen Seite spielt und dafür natürlich das ganze Wissen hat. Ja, und dann interessant, eine Figur, die wir nie einschätzen konnten, war der Ray, Christopher Ray heißt er, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, das ist der FBI-Chef. Und er war immer entweder lasch oder sogar für die Gegenseite. Das war, oder ein Schläfer im positiven Sinne, das war nicht ganz klar. Jetzt ist offen davon die Rede, dass er abgesetzt werden soll und durch Sidney Powell eventuell ersetzt werden soll. Das ist die Anwältin, die General Flynn auf so grandiose Art verteidigt hat. Und diese Sidney Powell, ja, diese Anwältin, hat eine Information rausgegeben, die doch sehr interessant ist, weil sie den ganzen Verschwörungstheoretikern recht gibt. Und zwar geht es da um den sogenannten Wiener Laptop von Anthony Weiner. Anthony Weiner ist der Ehemann von Yuma Aberdeen und Yuma Aberdeen ist die lesbische Freundin von Hillary Clinton. Und man spricht davon, dass auf diesem Wiener Laptop ein Opferritual, ein Folterritual drauf ist, wo man Yuma Aberdeen sieht mit Hillary Clinton, wie sie ein Mädchen aufs Grausamste foltern und töten. Und dieser Wiener Laptop, der wird seither unter Verschluss gehalten, beziehungsweise die Sidney Powell hat ihn ja gesehen, hat das Material gesehen und hat darüber berichtet, also sie hat es amtlich, offiziell gemacht. Ansonsten wissen wir nur, dass sämtliche FBI Beamten, die daran gearbeitet haben, entweder wirklich völlig psychisch durchgedreht haben, sich selbst gemordet haben oder um die Ecke gebracht wurden. Also das ist alles im berühmten South District von New York, also sehr eigenartig. Da wird noch einiges hochkommen. Und dieser Anthony Weiner war zwar angeklagt, aber wegen einer wirklich geringfügigen Geschichte. Es ging zwar um eine Minderjährige, aber nur, dass er ihr Fotos geschickt hat. Es ist also ähnlich gewesen wie bei Epstein. Man gibt irgendetwas zu, damit es so gering geköchelt werden kann, wie möglich. Dass es unter der Decke gehalten werden kann. Gut, wir gehen davon aus, der Wiener Laptop wird, also der Laptop von Anthony Weiner, damit ihr nicht glaubt, das ist der Stadt Wien, der wird sicherlich bald eine Rolle spielen. Aber nicht nur das, wir haben ja auch Julian Assange. Und ich betone immer wieder, und das sage ich jetzt noch einmal, dass Julian Assange nicht zu vergleichen ist mit Snowden. Ne? Bei Snowden wurde das ja ganz hochgekocht und dass er einen Nobelpreis kriegen soll als Whistleblower und so weiter. Das war zu einer Zeit, wo die Darkheads noch sehr am Ruder waren und wir können also, alleine das bestätigt schon die dunkle Seite des Snowdens, der ja ein CIA-Agent ist. Und im Gegenzug dazu ist Julian Assange sofort angeklagt worden, noch unter Obama, aufs Schlimmste angeklagt worden. Und jetzt kommt ein Schachzug, der wirklich genial ist, nämlich Trump hat einen Deal angeboten,
hat Julian Assange einen Deal angeboten. Er würde ihn begnadigen, im Gegenzug dazu, dass er benennt, wer ihm damals das Material gegeben hat über Hillary Clinton. Und das ist der zweite, also nicht, es gibt viele Skandale über Hillary Clinton, aber der zweite Riesenskandal, die E-Mails der Hillary Clinton. Beziehungsweise die Insider-Informationen über den DNC, über das Politbüro der Demokraten. Und ja, das ist natürlich ein unglaublicher Deal. Ne? Also ich meine, er hat zwei Fliegen mit einer Klappe. Er sorgt dafür, dass sein Neffe begnadigt wird und er kriegt die Aussagen. Ne? Also das ist ein, und ich meine, wie können jetzt die Demokraten sich verhalten? Sie können nicht sagen, nein, wir wollen nicht wissen, wer der Schuldige ist. Für die, die das nicht mitgekriegt haben, derjenige, der damals das Datenmaterial an Assange gegeben hat, das war Seth Rich, ein Mitarbeiter des DNC, also er war Demokrat, aber auch Patriot. Er hat es auf einem Datenstick übergeben. Es wäre viel zu groß gewesen, dass, wie immer behauptet wird, die Russen das hätten leaken können vom anderen Ende der Welt. Also das, aber das wird immer hochgehalten, dieses Narrativ. Gut, wir wissen, dass das also erstunken und erlogen ist und wir können gespannt sein, was da noch rauskommt. Übrigens derjenige, der das immer wieder bestätigt hat, dass das nur über Datenstick möglich war, das war Bill Binney, falls ihr den Namen mal hört, der technische Direktor des NSA, der frühere technische Direktor des NSA. Ja, und der Direktor des NSA ist Admiral Rogers. Also ich gebe hier einfach mal so ein bisschen einen Rundumblick, ne, dass ihr euch ein bisschen auch mit den Namen auskennt. Die NSA ist ja die Central ist ja die Behörde, die quasi wie ein Auge alle Daten sieht und speichert. In der DDR wäre das wahrscheinlich der SED gewesen, oder? Ich kenne mich nicht so gut aus. Also sprich, die NSA war natürlich, das ist immer die Frage, in welcher Hand ist sie? Ne? Sie ist in der Hand des Militärs und des Präsidenten. Das heißt also, das, was gegen das Volk eingerichtet war, beziehungsweise gegen die sogenannten, gegen das Volk, der sogenannte Global Act, was ja schon sagt, dass es global ist, ne? Diese Daten werden jetzt benutzt, um den Feind mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Und ja, und der Direktor Admiral Rogers war derjenige, der damals Donald Trump darauf hingewiesen hat, dass er abgehört wird. Das ist eine große Heldentat, die er damals verbracht hat, denn sonst wäre dieser Russia-Hoax nie aufgeflogen. Gut, dass in diesem Russia-Hoax Italien mit dabei ist, Australien und der UK, dass die da mit drin hängen, nur so am Rande, also nicht nur Österreich hängt drin, die werden da mit Sicherheit auch noch, Rede und Antwort stehen müssen. Ja, Ruth Bader Ginsburg ist gestorben, das heißt, sie wird nach Kavanaugh sie wird ersetzt werden und dann wird Trump nach Kavanaugh jetzt die nächste Richterin, wir wissen, dass es eine Frau ist, in seinem Lager haben. Und das Ganze soll jetzt im Schnellverfahren passieren, damit vor der Wahl das noch durchgeht. Denn das ist natürlich wichtig, denn die immer schreien von wegen, Verhaftungen, seid nicht so naiv. Es nutzt überhaupt nichts, wenn hier Leute verhaftet werden und man kann nur einmal angeklagt werden und nach kurzem sind sie wieder auf freiem Fuß. Ja, wenn wir schon bei der Wahl sind, dann kommen wir doch noch mal kurz auf die Wahl, wie sie gedacht war, zurück, weil, das ist sehr spannend, meine Tochter hat eine Arbeit geschrieben über die amerikanische Wahl und ich habe da nur kurz mal gegoogelt, weil ich gesagt habe, sie sollte Leute interviewen auf der Straße. Und ich habe gesagt, du wirst hier aus zwei Lagern unmöglich irgendwie jetzt eine homogene Arbeit machen können, außer du gehst so weit zurück oder gehst so hoch hinauf auf den Adlerblick, dass du sie alle vereinen kannst. Und das heißt also, aber ich habe halt ein bisschen gegoogelt, um mich schlau zu machen, zurückgegangen zu den Gründervätern. Ne? Und jetzt ist das eine zwickelige Angelegenheit, weil können wir nicht irgendwie schwarz und weiß ganz genau unterscheiden. Weil die Gründerväter waren ja genauso Freimaurer, ne? Und mit Sicherheit im demokratischen Lager. Ich habe es jetzt nicht ganz genau recherchiert, aber wir können davon ausgehen, ne? Nachdem das ja alles da oben im Boston, also im Osten und im Norden oben passiert ist. Das heißt also, da lohnt es sich vielleicht mal genauer dahinter zu schauen. Da empfehle ich euch übrigens einen Film, der heißt The State of Jones. Da geht es um die
um den Süden und wie dort die Nordstaaten als Miliz tätig waren und dort den Süden terrorisiert haben und die Wahlen der Republikaner behindert haben und der Ku Klux Klan, der auf die Demokraten zurückgeht. Das ist ganz interessant, sich das mal anzuschauen. Ich habe den Film vor Jahren gesehen und war sehr erstaunt, weil ich kannte mich überhaupt nicht aus. Es entsprach nicht meinem Geschichtsbewusstsein. Das zahlt sich aus, sich das mal anzuschauen. Die Gründerväter waren ja unglaublich damals, ne, überhaupt nicht verdeckt. Sie haben Wahlen, sie haben gesagt, okay, Wahlen sind wichtig, aber Frauen dürfen nicht wählen, Schwarze dürfen nicht wählen oder andere Rassen dürfen nicht wählen. Andere Glaubensrichtungen, auch Juden, dürfen nicht wählen. Und auch keine Schwulen und Lesben natürlich, das sowieso. Aber, und das ist, fand ich sehr interessant, es darf nur wählen, wer Grundbesitz hat. Das war eine eigenartige Auflage. Ne? Also es kann natürlich sein, dass sie es damit wirklich gut gemeint haben, im Sinne von, dass jemand, der Land hat, etwas zu verteidigen hat. Und ich nehme mal an, ne, ich meine, man kann das auch anders sehen, dass sie die Juden ausgeschlossen haben und den Landbesitz zur Grundlage gemacht haben. Wir wissen heute, ne, dass das Dilemma, in dem wir sind, aber darauf komme ich in einem anderen Video, dann gehe ich darauf ein, deswegen da ist, weil hier nicht mehr es um Grund und Boden geht und um tatsächlichen Besitz, sondern nur noch um virtuelle Geldtransfere. Und der ganze Grund und Boden dadurch über die Geldtransfere in die Hand des Staates bzw. der Privatfirmen, die Staatssimulation betreiben, in diese Hand gelangt ist. Aber das ist ein eigenes Video. Ich will nur sagen, dass ich das dann interessant finde, dem mal nachzugehen. Warum haben die Gründerväter den Landbesitz zur Grundlage gemacht, dass man wählen darf? Sozusagen nur etwas, wenn du etwas zu verlieren hast, hast du etwas zu verteidigen und dann wirst du es auch verteidigen. Das einfach nur mal als Gedankenanregung. Und das Electoral College, also sprich, dass sie die Wahlmänner implementiert haben, das war wohl, weil sie dem Volk nicht getraut haben. Sie wollten nicht alle Macht dem Volk geben. Auch das ganz interessant, sich das mal vor Augen zu führen. Ja, machen wir mal hier noch eine kleine Millionärskunde beziehungsweise eine Unterscheidung des Personals in diesem Theaterstück in Bezug auf die vielen die man alle miteinander verwechseln könnte. Also wir haben Richard Branson, also ihr werdet den Namen wahrscheinlich immer wieder hören. Richard Branson ist ein Millionär, der eindeutig auf der Deep State Seite ist, der berüchtigt ist für seine rote Schuhe und für den Club der roten Schuhe. Ich meine, dass er den sogar gegründet hat. Und wenn man weiß, dass diese roten Schuhe, dass das sozusagen die Trophäe ist, ne, dass man aus dem Kinderritual, aus dem Kind, aus dem Babyritual sich dann Schuhe machen lässt, ja, dann wissen wir, was wir vom Papst im Vatikan zu halten haben. Und Club der roten Schuhe könnt ihr euch mal anschauen. Und das ist Richard Branson. So, nicht zu verwechseln mit Steve Bannon. Steve Bannon ist ein weiterer, ich glaube, ist auch Millionär, der die Wahlkampagne für Donald Trump geleitet hat. Und er hat sich hier aus dem Fenster gelehnt in Bezug auf China. Das ist ganz spannend, was da passiert und wir können das nicht einordnen. Also ich kann hier nicht Antworten geben. Teilweise gebe ich nur Gedankenanstöße. Ne? In China haben wir drei Lager. Wir haben das alte maoistische China, ne, aus der Kulturrevolution. Das alte kommunistische China, was also dem Deep State entspricht. Und die mit den Demokraten zusammengearbeitet haben oder beziehungsweise mit dem Deep State aus Amerika zusammengearbeitet haben. Wir haben die alten Mandschurei, die alte Kaiserdynastie, die sich nach Taiwan zurückgezogen hat und von der wir ausgehen, dass sie ja, die Rückkehr vorbereitet. Und dann haben wir noch als drittes Lager Xi Jinping und seine Bestrebungen, das Land zu clearen, zu säubern, das Land in eine neue Freiheit zu bringen. Und ich schätze, es läuft darauf hinaus, dass die Kommunistische Partei in China der Vergangenheit angehört. Aber das kann er natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist ein bisschen wie Putin. Der hatte 20 Jahre dafür Zeit. Ja, und dieser Richard Branson hat sich da aus dem Fenster gelehnt und wurde dann auch prompt verhaftet, wurde aber nach kurzer Zeit wieder freigelassen. Er ist einer von diesen Mitspielern. Entschuldigung, habe ich jetzt Richard Branson gesagt? Steve Bannon. Er ist einer von denen, wo wir nicht wissen, wie ist er einzuordnen. Ich nenne ihn hier nur, damit ihr ihn nicht verwechselt, damit ihr es differenzieren könnt. Und ja, das bleibt noch gespannt. Gut, aber wir haben dann als dritten
einen ähnlichen Namen, der aber auf einer völlig anderen Seite ist, nämlich John Brennan. Und John Brennan, die klingen alle so ähnlich. Und John Brennan ist der ehemalige CIA-Direktor und es ist erwiesen, dass er ein Muslim Brotherhood ist und perfekt Arabisch kann und mit dem Iran zusammengearbeitet hat, da den Deal auch gemacht hat für Obama und so weiter. Also eine tief schwarze Figur, dem jetzt ordentlich der Arsch auf Grundeis geht, denn er hat eine 8-Stunden-Anhörung gehabt mit Durham. Gut, wir können gespannt sein, was daraus noch entsteht. Ja, und dann wollte ich euch zwei empfehlen, für die sehr gut Englisch können. Ich habe mir früher die Nächte um die Ohren geschlagen und habe mir zwei ganz, ganz große Journalisten oder YouTuber angehört. Das eine ist John B. Wells, Caravan to Midnight. Der Name sagt es schon, spät in der Nacht macht er seine Interviews, seine Beiträge, die gehen sehr lange. Da geht es sehr viel um Geschichte. Ich habe mal erzählt, meistens hat er ein Interview mit jemand anderen und ich habe mal erzählt, wie er einen interviewt hat, der hat die ganzen Dokumente und Bücher in den Bibliotheken sortiert und gesichtet, die damit zu tun haben, wie die New World Order vorbereitet wird und das alles da steht. Also das ist schon in den 40ern, in den 30er, 40ern, 50er Jahren, 60er Jahren alles vorbereitet worden und alles niedergeschrieben worden, was jetzt hier abläuft, nur dass es jetzt ja eine Drehbuchänderung gegeben hat und dementsprechend läuft es jetzt nicht mehr smoothly ab, sondern wir kennen uns nicht mehr aus, weil das Drehbuch abgeändert wird oder gestört wird. Aber so war es geplant und das war schon spannend für mich, mir das alles anzuhören, ne? Die Agenda 2020 und dann wurde es 2030, 2040, diese Agenda, das nachzulesen. Und er hat auch mit General Flynn, dem ehemaligen Sicherheitsberater vom Donald Trump, ein ganz tolles, sehr langes Interview gemacht. Und ja, General Flynn, man sagt nicht umsonst, er weiß, wo die Leichen begraben sind und das betrifft natürlich Iran, Irak, aber natürlich vor allem auch Libyen und was da passiert ist. Also wenn wir uns die Skandale anschauen, die alle hochkommen werden, so können wir sie nicht mehr, also es ist unmöglich, ein Skandal kannst du irgendwie handeln, aber so viele Skandale. Wir reden jetzt noch gar nicht von Haiti und der Clinton Foundation. Ach, aber dazu kommen wir noch, genau. Nein, ich rede jetzt mal von Libyen, Gaddafi, der Mord an Gaddafi, die Destabilisierung von Libyen, aber natürlich auch ganz, ganz wichtig, was da passiert ist, als der amerikanische Botschafter umgebracht wurde und die amerikanischen Marines zum Schlachten freigegeben wurden die Flieger in Ramstein, die schon startbereit waren, um ihnen zu helfen, unten gehalten wurden auf Ansage von Obama. Und da reden wir jetzt noch gar nicht vom Iran-Deal, wo Obama ja, das Vermögen der USA per Flugzeug in den Iran transportieren hat lassen. Das sind alles Skandale, die werden hochkommen und die wird ihnen das Genick gebrechen. Ja, und die zweiten Journalisten, die ich hier noch benennen will, ist Charles Ortel und Jason Goodman. Jason Goodman hat auch immer wieder die Anhörungen und die Gerichtsverhandlungen verfolgt. Damals im Russia Hoax und auch vor allem gegen General Flynn. Ein wunderbarer Journalist und er hatte immer dieses Sunday with Charles. Das war dieser Charles Ortel und der ist spezialisiert auf Buchhaltung und Steuer, also dem auf den Grund zu gehen. Und er hat sich mit der Clinton Foundation, er hat sich quasi auf die Clinton Foundation spezialisiert und hat da unglaublich, was er alles zutage fördert, alleine schon mit diesem Haiti, ne, wo ja die Clintons ein Erdbeben inszeniert haben oder gut. Wie das Wetter gemacht wird, ist wieder eine andere Geschichte. Also das Erdbeben fand statt, ich nehme an, nicht zufällig und danach waren die ganzen Häuser zerstört und sie haben ein Vermögen kassiert und haben nichts dafür aufgebaut und seither hat die Clinton in Haiti, muss sie aufpassen, dass sie da nicht in die Nähe kommt, denn sonst Harakiri, kann ich nur sagen. Das heißt also, ich will euch nur einen kleinen Überblick geben und das ist wirklich nur die Spitze des Eisberges. Wir haben dann noch
den Waffenskandal, Waffenhandelsskandal, wie heißt der, Fast and Furious. Ich meine, das ist alles so absolut grotesk, ne? Zwischen Kalifornien und Mexiko einen sondern Waffenschmuggel, wo die amerikanischen Demokraten den inszeniert haben, und das ist offensichtlich. Gut, also das heißt, so viele Skandale, wir wissen gar nicht, wo anfangen, und jedes Land ist darin verwickelt. Das heißt also, wenn einer fällt, fallen sie alle. Ja, ich dachte, jetzt gebe ich euch mal einen kleinen Überblick, und ich hoffe, ich habe auch klar gemacht, dass da steckt Wien als Drehscheibe, steckt da natürlich überall drin. Wien ist die Drehscheibe, wo ganz viel verhandelt wird. Das heißt, wenn ein Skandal hochkommt, dann wird automatisch die Drehscheibe mit involviert. Also, habt keine Angst, es passiert sehr, sehr viel, und es ist nicht aufzuhalten. Es ist nur eine Frage des Timings, ne? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um eine Bombe platzen zu lassen oder alle Bomben auf einmal? Aber wartet nicht auf Verhaftungen, das ist zu eindimensional. Es geht nicht darum, dass wir jetzt Rache üben. Es geht darum, dass wir das Ganze erkennen, das ist das Wichtigste. Deswegen erzähle ich es euch, damit ihr erkennt, was hier spielt. Ich gebe euch die Informationen einfach weiter. Ihr könnt sehen, oh, das sind falsche Spiele mit Roger Rabbit, ne? Wurde mit euch betrieben. Und das Spiel zu erkennen ist wichtig, aber bei euch zu bleiben und zu fragen, okay, wie kann ich bei mir aufräumen? Weil die ganze Welt könnt ihr nicht aufräumen. Aber dafür sind ja Gott sei Dank andere da. Gut. Alles klar, ich werde mit Sicherheit jetzt wieder regelmäßig den Blick machen. Zumindest bis ich nach Chemnitz und Dresden aufbreche. Am 8. ist Chemnitz und am 9. ist Dresden. Ja, und ich habe einen E-Mail-Kontakt, also die Silke Bachmann, falls ihr die selber bei euch im Kontakt habt. Und sonst müsste ich das an sie weiterleiten, beziehungsweise beim nächsten Mal gebe ich euch dann die genauen Daten. Alles Liebe, tschüss!